Wie kommt man zur Friedensbewegung? In meinem Fall ist es ähnlich wie vielleicht bei ganz wenigen hier. Ich bin im Krieg geboren, also ein Kriegskind, 1943. Geboren in Schlesien und nicht in Berlin, weil das Haus in Berlin bombardiert worden war. Und der Vater war nicht da, der war aus uneingeladenen Gründen in Russland. Die Mutter ging dann mit der Schwester und mir zu Freunden nach Schlesien auf einen Bauernhof. Dort bin ich dann auch geboren. Ich habe auch einen Vertriebenenausweis. Ja. Ja, und dann kamen wir, weil hier eine Tante war am Bodensee und der Russe kam, wie er immer kommt, aus dem Osten nach Schlesien. Wir mussten also zurück nach Berlin, da war alles kaputt. Die Tante hier am Bodensee in Unterullingen hat dann gesagt, kommt doch hier runter. Und so sind wir dann am Bodensee gelandet, am 3. März 1945 hier mit der Bahnstation. Damals gab es in Unterullingen auch noch einen kleinen Bahnhof. Wir sind hier vorbeigefahren an den Goldbacher Stollen, wo ja, vielleicht waren Sie schon bei den Führungen, wo KZ-Arbeiter diese Stollen für die Rüstungsindustrie hier gebaut haben. Das war kurz vorher, bevor wir dann mit der Bahn hierher kamen, war das bombardiert worden im Februar. Wir kamen, wie gesagt, im März. Ja, und dann wuchs man hier auf, ja, lernte das Uldingerisch neben dem Berlinerischen und war dann in der Volksschule. Und es war für uns irgendwie normal, dass insgesamt 27 Väter nicht mehr da waren. Die stehen heute alle auf den Heldengedenkstein neben der Uldinger Kirche, gestorben durchs Vaterland. Das war völlig normal. Und man machte sich auch nicht viel Gedanken, denn man wuchs auf mit Vätern, die zum Beispiel sagten, einer muss herrschen im Staat und in der Familie. Dementsprechend war dann auch die Atmosphäre in der Familie. Und die Nachbarn und die Chefs, die man dann hatte, ich war dann hier im alten Gymnasium, unten als das Gymnasium hier noch am See hier war, in den zwei alten Gebäuden, Gymnasium Überlingen, habe es dort durchgehalten bis zur Obertertia, also bis zur 9. und bin dann wegen Geschichte und Mathematik sitzen geblieben. Heute bin ich Historiker. Ja. Und naja, dann war eben die Lehre vorbei, Handwerkerlehre, und man musste zur Bundeswehr. Und ich hatte noch nie gehört, dass es Kriegsdienstverweigerer gab. Das Wort kannte ich gar nicht. In Unterullingen gab es auch niemand. Nicht mal in diesem evangelischen Jugendkreis, die gingen alle zur Bundeswehr. Also ging ich auch zur Bundeswehr. Erst Sigmaringen, dann Ulm. Dort lernte ich auch Panzer fahren und verschiedene andere Dinge, die man da tun muss. Ich lernte zum Beispiel, dass die Zielscheiben nicht Zielscheiben heißen, auf die wir schossen, sondern dass sie Russen heißen. Das war damals normal. Ja. Und dann während meiner Militärzeit war dann plötzlich Kuba-Krise. Ja, man las Bild-Zeitung. Ja. In der Pause, weil die Frankfurter Rundschau war so dick, die Bildzeitung so dünn, also 5 Minuten Pause liest man Bildzeitung. Man wusste also, was das ist mit der Kuba-Krise, man kriegte das bestätigt, was die Väter auch sagten, ja, die Gefahr aus Osten und die Russen und so weiter, dass damals die Amerikaner schon 1958 Jupiter-Raketen in der Türkei stationiert hatten, die auf Moskau gerichtet waren. Sowas stand nicht in der Bildzeitung. Das hörte man auch sehr, ich hörte es sehr viel später auch. Man kann es heute bei Wikipedia und überall nachlesen mit genauesten Daten. Aber das waren eben Dinge, die man nicht erfuhr. Ja, nach der Bundeswehr dann zweiter Bildungsweg, Pforzheim. Das war die Zeit der Notstandsgesetze. Da machten wir uns auf die Socken, fuhren nach Bonn zum Karl-Marx-Geburtstag, nach Trier und zum Hofgarten. Ich weiß nicht, ob jemand damals schon dabei war. Wir waren da sehr viele Leute im Hofgarten,
Heinrich Böll war da, Günter Grass auch und alle Leute, wir wehrten uns gegen die Notstandsgesetze, die dann aber dann am 30. Mai, mein Geburtstag, dann verabschiedet wurden, sodass wir sie dann haben. Das war aber mein Impuls, zu überlegen, was habe ich überhaupt mit der Politik zu tun. Und im Hintergrund waren immer diese Eindrücke aus der Kindheit, was man da alles gehört hat und wie man geprägt wurde und bei der Bundeswehr und so weiter. Und mein Hauptimpuls war, als ich dann 1980 in der Frankfurter Rundschau gelesen hatte, Umfragen in den USA, halten Sie einen Atomkrieg für möglich? Umfragen auf den Straßen in New York. Die Antwort war, und das erschreckte mich, das war da geschrieben in der Frankfurter Rundschau, die Antwort war, Atomkrieg ist möglich, sagen doch unsere Politiker, weil er beschränkbar ist auf Europa. So, und aus diesem Artikel habe ich dann mein erstes Flugblatt des Lebens gemacht, habe das 2000 Mal auf eigene Kosten kopiert und habe das überall, damals war ich hier in Berlin ab 1971, nachdem ich 5 Semester in Freiburg studiert habe. Ja, und dann ging es los. Und dann haben wir die Friedensbewegung dort kräftigst mit unterstützt, zum Teil mit geprägt, haben Busse dann organisiert zu den Cruise Missiles im Hunsrück, waren dann wieder im Hofgarten in Bonn bei den großen Demonstrationen damals, das war ja 1 Million und mehr. Und wir kämpften also gegen diese Logik, dass ja von heute auf morgen es sein kann, dass entweder die SS-20 aus Russland oder die Pershings, dass sie sich begegnen und das Überleben ist Glückssache. Das war damals so ein Gefühl. Zurzeit spürt man ja wieder so ein Knistern. Und wir haben dann in der Friedensbewegung sehr viel dort bewirkt. Und letztlich sind die ja abgezogen worden. Damals gab es dann die Politiker, die noch miteinander redeten, wo Diplomatie dann noch möglich war. Und heute sind wir wieder in einer ganz anderen Lage. Nun, die Friedensbewegung hatte das Thema, was wir heute haben, eben nicht. Also Klima, Militär, diese ganzen Dinge. Ich kann Ihnen mal zeigen. Das hängt bei mir zu Hause. Das sind so die Trophäen, wie man so schön sagt, alle die Anstecker, die man dabei hatte, als man dabei war. Da ist kein einziges Wort vom Klima dabei. Es ist eben der Frieden, es ist die Rüstung, es sind die Raketen. Und als die Raketen weg waren, hat man wieder aufgeatmet und da war der Frieden wieder da, dachte man. Und die Kriege waren eben die Stellvertreterkriege außerhalb. Und wir haben dann sehr viel gemacht auch zum Irakkrieg und also die verschiedenen Irakkriege. Ich habe damals mit meinem Lautsprecherwagen, also Lautsprecher oben auf mein Auto an der Gedächtniskirche in Berlin gestanden und in der Nacht dann die Nachrichten übertragen für die Leute als Bush-Vater dann den Krieg erklärte gegen Irak Anfang der 90er Jahre. Dieser Krieg war auch aufgrund einer Lüge dann durchgekommen bei der UNO. Es hieß, Saddam hätte Frühchen, also diese zu früh geborenen Kinder, da wären die Soldaten reingekommen und hätten die dann auf den Boden geschmissen. Und das hat eine Krankenschwester vorgetragen, die gar keine Krankenschwester war. Das kriegt man heute alles in YouTube erzählt. Das war die Tochter des Botschafters von Kuwait. Und ein Werbemanager, ich habe den Film zu Hause, wie er da sitzt und sagt, ja, das war meine Idee mit dieser Krankenschwester, ne? Und so weiter. Und die Tränen flossen da, man sieht das richtig in der UNO bei den älteren Herren. Und es wurde eben das Ja zu dem Irakkrieg von Bush-Vater. Ähnlich war es ja dann mit dem Bush-Sohn. Wir haben das alles mitverfolgt. Ich habe meterweise in 3 Videogeräten die ganzen Nachrichten, Tagesschau, DDR damals auch, und so alles mitgeschnitten als Zeitdokument.
Und es wurde einfach klar, und ich habe auch versucht, meinen Schülern klarzumachen, alles, was wir hier so über die Medien zum Teil erfahren, nicht von allen, aber manche Medien, die eben mitschwimmen. Und das ist ja das, was heute auch beklagt wird, dass man eben die Sprache, man macht Hofberichterstattung quasi, ne? Und man erfährt nicht alles. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier von der Friedensbewegung, denke ich, uns ein bisschen mehr Gedanken machen und versuchen, in der Öffentlichkeit Inhalte zu bringen, die zwar momentan keine Konjunktur haben, so wie die Friedensbewegung momentan keine Konjunktur hat, ja, weil man weiß doch, was passiert. Aber die Hintergründe sind eben unwillkommen, wenn man über die Entstehung dieses und der anderen Kriege redet. Das gilt dann innerlich, wird das als Verrat angesehen quasi. Sie wissen das alles. Ja, soweit zu diesem, warum man überhaupt bei der Friedensbewegung ist. Und ich möchte jetzt durch die eingeschränkte Zeit habe ich mein Programm auch gekürzt und möchte Ihnen was jetzt vorlesen, was ich hier vorbereitet habe, was zu diesem Thema dann zu tun hat, was man hier sieht. Ich werde Ihnen anschließend dann auch noch andere Bilder zeigen. Wer informiert ist über die politischen Werdegänge und mit anderen zusammen versucht, sich einzumischen, wird festgestellt haben: Ein viel zu wenig beachteter Zusammenhang im aktuellen Engagement für Klimaschutz und in der Diskussion um Klimagerechtigkeit ist die Bedeutung von Militär- und Kriegseinsätzen, von deren Zielen und deren Folgen für das Klima und für daraus wiederum folgende Klimakriege. Das Engagement für eine intakte Natur ist offenbar für viele Menschen greifbarer als die abstrakter erscheinende Frage nach Krieg und Frieden. Einige Zusammenhänge zwischen Krieg und Militär, Umweltzerstörung und Klimapolitik möchte ich Ihnen heute hier vorstellen. Die Zerstörung der Umwelt und die Ausbeutung endlicher Ressourcen unseres Planeten gefährden den Frieden, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Friedensnetz Saar, Pax Christi, Fridays for Future und der Kampagne Krieg beginnt hier. Kriege werden für den Zugang zu diesen Ressourcen und den klimaschädlichen Lebensstil der reichen Länder geführt. Kriege verbrauchen dabei selbst enorme Mengen von Treibstoffen und Energie und produzieren entsprechend viele klimaschädliche Emissionen. Ganz zu schweigen von den massiven Zerstörungen und Emissionen durch die Kriegshandlungen und ihre tödlichen Folgen, heißt es weiter. Der Krieg bezieht sich also auf Missstände und Fehlentwicklungen im Lande und gleichzeitig auf die Folgen für das Klima unserer Welt und Auswirkungen für unser Zusammenleben in unserer Weltwohngemeinschaft. Das nenne ich gerne so. Es geht um Fluglärm, Kerosinablass als Notmaßnahme und im Normalbetrieb, um Boden- und Grundwasserverschmutzung und Verseuchung, beispielsweise durch Betriebsunfälle, nicht fachgerechte Entsorgung oder Ableitung, zum Beispiel von Löschschäumen und Diesel und anderen Gefahrenstoffen, inklusive Munition. Hinzu kommen große Mengen an freigesetzten Luftschadstoffen wie Feinstaub, Ultrafeinstaub und Stickoxide, aber auch Elektrosmog durch Mobilfunk und Radar und schließlich negative Einwirkungen auf die Landwirtschaft sowie Biotope und Naturschutzgebiete oder die Zerstörung derselben. Die Produktion von radioaktiv angereichertem Uran und die damit verbundenen Umweltbelastungen, einschließlich der Urangewinnung, gehören dazu, wie auch die giftigen Rückstände von Munition auf Übungsflächen, bei Manövern und in Kriegsgebieten, wie abgereichertes Uran, weißer Phosphor und Dioxine. Vielleicht haben Sie gehört, dass im Bush Junior Irakkrieg von 2003 Uranmunition im Irak verschossen wurde, die da massenhaft in der Landschaft liegt, die zu Krankheiten führt, zu Schwangerschaftsfehlbildungen, zu Gesundheitsschäden, Krebs, und darauf wird nicht eingegangen. Ähnlich wie damals im Vietnamkrieg
auch mit Agent Orange, mit ihren massiven Folgen für die Bevölkerung heute noch. Das sind alles Dinge, die, auf die nicht eingegangen wird von den Verursachern und die auch nicht zur Entschädigung führen oder Ähnlichem. Und das alles, was ich eben vorgelesen habe, das sind eben diese Schäden, die man in der Umwelt heute findet, auch in diesen Bundeswehr und auch aus der ehemaligen DDR, wo die Besatzungstruppen dort auch waren. Das sind die Hinterlassenschaften. Zum Militäranteil stellen sich Fragen wie: Wie viel Klimagas erzeugt eine abgefeuerte Patrone? Wie viele werden davon pro Tag abgefeuert? Wie viele Ressourcen werden für klimaschädlich verbraucht? Dafür klimaschädlich verbraucht und auch zu fragen, für Kriegsfahrzeuge wie Lkw, Panzer, Flugzeuge, Hubschrauber, Marschflugkörper, alle Arten von Raketen, Munition bzw. Sprengstoffe in Lenkwaffen, Geschossen, Raketen, Bomben. Überall werden Klimakiller frei bei Herstellung und Verbrauch und bei der Anwendung eben. Wie viele Schadstoffe werden jeweils frei beim Einsatz von Panzern, Hubschraubern und Raketen? Fest steht, dass alle Armeen weltweit enorme Mengen an klimaschädlichen Emissionen verursachen bei Manövern, in denen sie Kriege einüben und schließlich im Kampfeinsatz selbst, aber auch bei anschließenden Besatzungen oder auf Militärstützpunkten rund um die Welt mit ihren Kriegsflugzeugen und Kriegsschiffen mit immensem Verbrauch und entsprechendem CO2-Ausstoß in die Atmosphäre. Auch bei uns im Land mit seinen vielen Militärstandorten wird der Zusammenhang zwischen Militär und heimischem Klima den Menschen ortsnah vor Augen geführt. Ein Beispiel nur: So kritisiert die Bürgerinitiative Airbase Spang Dahlem, das ist ein Ort, die Abgasbelastungen für Anwohner des dortigen Militärflughafens mit folgenden Worten: Die Militärtransportmaschinen werden so aufgestellt, dass ihre Abgase direkt in den Ort getrieben werden, nur 500 Meter von den ersten Häusern entfernt. Es geht dabei um Teststationen, an denen Triebwerke der Großraumflugzeuge unter Volllast getestet werden. Bei den ersten Wohnhäusern soll der Abgasstrahl eine Geschwindigkeit von rund 54 Kilometer pro Stunde haben. Hinzu kommen die Risiken, die der hochgiftige Flugzeugtreibstoff mit sich bringt. Dazu gehören auch starke Rußemissionen. Dass viele Bundeswehrstandorte mit schwersten Umweltproblemen belastet sind, wurde schon längst immer wieder kritisiert. Überall gibt es enorme Probleme durch Altlasten, angefangen von Munitionsresten über Treibstoffe bis zu Löschschäumen, die Boden und Grundwässer großflächig verseuchen. Das Militär genießt Privilegien, die das Umweltrecht und damit den Naturschutz und den Umweltschutz aushebeln. Militär und Umweltschutz schließen sich aus. Es kann kein grünes Militär geben. Man spricht ja von Pfullendorf hier. In Europa das grüne Beispiel für Militär, ja, mit Solaranlagen, mit Wärmepumpen und so weiter. Aber der Zweck einer Kaserne und diese Soldaten, die dort sind, daran hat sich nichts geändert. Aber es ist grün. Es wird als grün nach außen dargestellt. Pfullendorf. Also Militär und Umweltschutz schließen sich aus. Es kann kein grünes Militär geben. Man sollte sich nicht vom Greenwashing täuschen lassen. Zum Ausbau von Militäranlagen und Flughäfen werden Tonnen von Erde umgegraben, Menschen werden enteignet und riesige Flächen zubetoniert, auf denen bislang Wiesenblüten und Äcker gebaut wurden. Versiegelung, Verdichtung, Vergiftung und Zerstörung von Ökosystemen, all das wird durchgezogen. Der zuvor auf diesen Naturflächen stattfindende CO2-Abbau durch die Natur wird reduziert oder unmöglich gemacht, ein weiterer Beitrag eben zum Klimawandel. Militär belastet also auch hierzulande Umwelt, Böden und Grundwasser und schädigt so die natürlichen Lebenszusammenhänge. Weltweit wird der Klimawandel in naher Zukunft, wie es heißt, massive bewaffnete Konflikte oder sogar Kriege verursachen. Solche Klimakriege um Ressourcen, Rohstoffe und Fläche werden zunehmen
weil aufgrund des Klimawandels immer weniger Menschen das Lebensnotwendige zur Verfügung haben werden. Im Fazit heißt es schließlich, das Verhältnis Militär, Umweltbelastung, Klimawandel, Klimakriege stellt einen Teufelskreis dar. Das eine bewirkt das andere und wir haben dann noch viel vor, wie man hört. Weshalb werden Kriege geführt? Im IPPNW-Beitrag, das sind die Ärzte gegen Atomkrieg, kennen Sie, im IPPNW-Beitrag Deutschland und die Rohstoffkriege heißt es dazu, ich zitiere, für fast alle Kriege der letzten Jahre lässt sich nachweisen, dass der Zugang zu Erdöl, Erdgas und anderen Rohstoffen sowie den Transportwegen zu den wesentlichen Kriegsgründen zählte. Als Beispiel werden Fälle im Sudan, in Kongo und Zentralasien genannt. Bei den offenen und verdeckten Zielen dort erwähnter Kriegseinsätze geht es unter anderem um den Zugang zu Ressourcen wie Öl und Gas, aber auch um Uranvorkommen und andere technisch wichtige Rohstoffe wie Coltan für die Handys, Kobalt und Kupfer. Bei Rohstoffkriegen geht es auch um geostrategische Zugänge wie Häfen, Pipelines, die wichtig sind für Abbau und Transport, Vertrieb und Verkauf. Entscheidend ist letztendlich, wer den Zugriff auf die Ressourcen hat und am meisten von ihm profitiert. Als Ziel der Bundeswehreinsätze im Ausland heißt es in den verteidigungspolitischen Richtlinien aus dem Jahr 2011, ich zitiere, freie Handelswege und eine gesicherte Rohstoffversorgung sind für die Zukunft Deutschlands und Europas von vitaler Bedeutung. Die Erschließung, Sicherung von und der Zugang zu Bodenschätzen, Vertriebswegen und Märkten werden weltweit neu geordnet. Verknappungen von Energieträgern und anderer für Hochtechnologie benötigter Rohstoffe bleiben nicht ohne Auswirkungen auf die Staatenwelt. Zugangsbeschränkungen können konfliktauslösend wirken. Störungen der Transportwege und der Rohstoff- und Warenströme, zum Beispiel durch Piraterie und Sabotage des Luftverkehrs, stellen eine Gefährdung für Sicherheit und Wohlstand dar. Deshalb werden Transport- und Energiesicherheit und damit verbundene Fragen künftig auch für unsere Sicherheit eine wachsende Rolle spielen. Soweit die verteidigungspolitischen Richtlinien unter dem Titel veröffentlicht nationale Interessen wahren, internationale Verantwortung übernehmen, Sicherheit gemeinsam gestalten. Krieg ist somit ein Instrument innerhalb der kapitalistischen Logik der mächtigen Staaten und des militärisch-industriellen Komplexes. Die Kriegslogik gilt, für die Friedenslogik ist kein Platz. Während die Hauptverursacher von Kriegen, des beschleunigten Klimawandels und der Fluchtbewegungen im globalen Norden sitzen, sind die gravierenden Folgen der Kriege und des Klimawandels vom globalen Süden zu tragen. Den Verursachenden und Nutznießern geht es darum, das System struktureller Gewalt, wie Galtung das sagte, das System struktureller Gewalt weiter am Laufen zu halten und den Profit und die Macht weniger zu sichern, auch mit militärischer Gewalt zu sichern. Im Wort sichern spiegelt sich das Ich-bezogene sich, sichern sich. Und im sich steckt das Ich. Eine für alle Menschen lebenswerte und sichere Zukunft kann mit diesem egozentrischen Sicherheitsbegriff ganz sicher nicht funktionieren. Es geht um das Wir. Sicherheit muss also neu gedacht werden. Dazu bietet sich das aktuelle Konzept Sicherheit neu denken von der Badischen Landeskirche an. Es liegt an den Infotischen aus. Das ist dieses Konzept hier, Sicherheit neu denken, Sicherheit zivil denken und nicht nur militärisch, wie bislang. Ja, wie sieht es im Ausland aus? Ich habe jetzt viel von Deutschland gesprochen. Es gab 2004 in den USA eine Studie, die erstmal geheim gehalten wurde. 2004 war das. Da heißt es, die Welt, wie wir sie kennen, könnte untergehen. Nicht vom internationalen Terrorismus,
sondern vom weltweiten Klimawandel geht die große Gefahr für die Sicherheit des Westens in naher Zukunft aus. Das behauptet zumindest eine lange geheim gehaltene Studie des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums, die zuerst 2004 im Januar bekannt wurde. Später wurde sie dann in England veröffentlicht und dadurch dann auch allen anderen bekannt. In dem Papier, das von hochrangigen Experten verfasst wurde, skizziert ein Think Tank des Pentagon apokalyptische Visionen. Schon im kommenden Jahrzehnt droht Europa ein starker Temperatursturz. Nordeuropa werde sibirische Temperaturen erleben, ein Großteil der Niederlande überschwemmt werden, langfristig stehe eine neue Eiszeit bevor. Zugleich drohen neue Kriege, die diesmal um Wasser, Nahrungsmittel und Energiereserven geführt werden, und zwar mit Nuklearwaffen, alles in der Studie. Auch Deutschland werde Nuklearmacht werden, ebenso wie Japan, Süd- und Nordkorea, Ägypten und der Iran. Und politisch labile Nuklearmächte wie Pakistan und Russland könnten bereit sein, ihr Nuklearpotenzial einzusetzen. Im Jahr 2007, heißt es, soll der abrupte Klimawandel beginnen. Wie gesagt, 2004 die Studie. Durch eine gewaltige Sturmflut brechen die Küstenschutzanlagen der Niederlande ein. Ein Großteil des Landes wird überschwemmt. Städte wie Amsterdam und Den Haag werden aufgegeben. In den folgenden Dekaden entwickelt sich nach diesem Szenario Nordeuropa zur Eiswüste. Gewaltige Stürme fegen über den Kontinenten. Ganze Staaten werden überschwemmt. Nukleare Kämpfe um elementare Überlebensgüter, als wenn es dann noch ein Überleben gäbe. Hunger und Energiemangel prägen die Zukunft der Menschheit. Und das alles nicht irgendwann in fernen, ungreifbaren Jahrhunderten, sondern schon in den nächsten 3 Jahrzehnten sei die Gefahr einer globalen Umweltkatastrophe mit unvorstellbaren politischen Folgen wahrscheinlich. Quelle dieses apokalyptischen Szenarios sind nicht etwa die üblichen Verdächtigen, Umweltverbände, Greenpeace, Club of Rome, grüne Fundis oder unbelehrbare Ökologisten, diejenigen also, die schon seit Jahrzehnten vor Umweltkatastrophen warnen, ohne dass ihre Voraussagen je auch nur annähernd eingetroffen wären. Nun stoßen auf einmal konservative Militärstrategen ins gleiche Horn. Nicht mehr der Terrorismus, sondern das Erdklima. Das Erdklima sei der Feind Nummer eins. Die Folge davon wäre eine neue Völkerwanderung, Aufstände und Bürgerkriege. Während die Industriestaaten sich mit Hilfe ihrer militärischen Übermacht, aber um den Preis ihrer politischen Freiheit dagegen abschotten könnten, würde, so die Studie, der Rest der Welt in Chaos und Anarchie versinken. Konflikte wären allgegenwärtig. Wieder einmal würde Krieg das menschliche Leben beherrschen. Damit würde der Klimawandel zu einer schärferen Bedrohung als Terrorismus, so die Studie. Konstant haben die USA den Beitritt zum Klimaschutzabkommen von Kyoto von 1997 verweigert. Neben Bush engen Verflechtungen mit den Energiekonzernen der USA liegt ein weiterer Grund für dieses Verhalten auch darin, dass die Großvolumigen Automotoren und die Klimaanlagen der USA als starker Mitverursacher der globalen Erwärmung gelten. Und die abzuschalten geht natürlich nicht, dann kriegt man keine Wählerstimmen mehr. Das war 2004. Das war Pentagon, eine Studie, das Verteidigungsministerium. 2021 gibt es eine neue Studie, und zwar von den US-Geheimdiensten diesmal. Es gibt 18 US-Geheimdienste. US-Geheimdienste erklären Klimawandel zum nationalen Sicherheitsrisiko. Die Geheimdienste der USA haben zum ersten Mal einen Sonderbericht zu den Auswirkungen des Klimawandels erstellt. Darin stufen sie die Erderwärmung als Gefahr für die nationale Sicherheit ein. Unserer Einschätzung nach wird der Klimawandel die Risiken für die nationalen Sicherheitsinteressen der USA zunehmend verschärfen, heißt es in diesem Geheimdokument. Neben den Folgen des Klimawandels würden auch die geopolitischen Spannungen zunehmen.
Unter dem Punkt geopolitische Spannung führen die 18 US-Geheimdienste unter anderem Streit auf über die Frage, welches Land in welchem Umfang seine Treibhausgase reduzieren müsse und wer die Klimaschutzmaßnahmen finanzieren sollte. Also es geht um Länder, welche Länder der Welt. Außerdem werden Länder einen Wettkampf über die Kontrolle von Ressourcen und dominanten neuen Technologien führen, die für einen Übergang hin zu sauberer Energie notwendig sind. Der Bericht verweist insbesondere auf China. Die Erderwärmung führe zu einem wachsenden Risiko von Konflikten über Wasser und Migration, heißt es. Die Geheimdienste warnen auch vor Konflikten um die Arktis, wo ein Rückgang der Eisschicht den Wettkampf um Rohstoffe verschärfen dürfte. Zudem warnt die Analyse vor einer zunehmend instabilen Lage innerhalb von Staaten wegen drohender Nahrungsmittel- und Energieknappheit. Davon seien in erster Linie Entwicklungsländer betroffen. Die Geheimdienste sagen voraus, dass das im Pariser Klimaschutzabkommen festgesetzte Ziel, die Erderwärmung langfristig auf 1,5 Grad zu beschränken, höchstwahrscheinlich verfehlt werde. Deswegen dürften sich die Auswirkungen des Klimawandels verstärken. Es ist das erste Mal, dass US-amerikanische Geheimdienste eine sogenannte nationale Geheimdiensteinschätzung zum Thema Klimawandel vorlegen. Ihr Bericht erschien 10 Tage vor Beginn der wichtigsten Klimakonferenz COP26 der Vereinten Nationen im schottischen Glasgow. US-Präsident Biden hat mehrfach angekündigt, den Kampf gegen den Klimawandel zum Hauptanliegen seiner Politik machen zu wollen. Die US-Regierung teilte mit, die für die Sicherheit der USA zuständigen Ministerien und Behörden würden künftig die Auswirkungen des Klimawandels in ihre Planungen einbeziehen. Unter Biden sind die USA in das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 zurückgekehrt, aus dem sein Vorgänger Donald Trump das Land geführt hat. Es gilt als Sicherheitsrisiko, als nationales Sicherheitsrisiko. Das ist ja das, was im Grunde genommen die amerikanische Außenpolitik durch die ganzen Jahre, wie ich sie auch kenne, prägt. Wie kann man Amerika schützen? Indem man den Atomkrieg in Europa führt. Dazu so, Sie haben vielleicht damals gehört. Moment. Von diesem Blatt hier, ich weiß nicht, ob Sie das je gesehen haben. Das ist ein Werbeslogan eines amerikanischen Reisebüros 1980-81, was ernst gemeint war. Das hat damit zu tun, dass in der Öffentlichkeit in den USA eben es als klar gilt. Ich habe das hier raus vergrößert. Wir leben in einer Vorkriegs- und nicht in einer Nachkriegszeit. Die militärischen Planer der USA sind überzeugt, dass es früher oder später zum Krieg zwischen den USA und der UdSSR kommen wird. Und dieser Krieg wird ein nuklearer sein. Die Amerikaner gehen davon aus, dass der Dritte Weltkrieg ebenso wie der Erste und Zweite in Europa ausgefochten wird. Das Schlachtfeld des nächsten konventionellen Krieges wird Europa sein und nicht die Vereinigten Staaten. Es ist einfach eine Tatsache, dass, wie unglücklich und schrecklich das auch für die Welt sein würde, möglicherweise einige Kernwaffen zum Einsatz kommen könnten im Zusammenhang mit einem Krieg, der bis zu jenem Zeitpunkt ausschließlich auf den europäischen Schauplatz geführt worden wäre. Soweit der US-Verteidigungsminister Weinberger. Und Rostow, Herr Leiter der Rüstungskontroll- und Abrüstungsbehörde der USA, sagt, schließlich hat Japan den Atomkrieg nicht nur überlebt, sondern hat danach eine Zeit der Blüte erlebt. Das macht doch Hoffnung, ja. Ja, ich habe jetzt Ihnen noch ein paar Bilder hier zusammengetragen. Ich weiß nicht, ob Sie hier, das lässt sich, glaube ich, lesen. Das bezieht sich ja auf die Bundeswehr.
Ja, er braucht das für seine Kamera, weil es dokumentiert wird hier. Ja, also wie man sieht, die Bundeswehr alleine verursacht überwiegenden Anteil aller CO2-Emissionen von Bundesinstitutionen. Das wird immer so gerechnet, auch in den USA, wie es drunter steht. Da heißt es, 77-80% der CO2-Emissionen werden vom US-Militär, vom Pentagon erzeugt, eben aller US-Bundesbehörden. Die Bundesbehörde, die also am meisten braucht oder verursacht, das sind eben die Militärs dort, sowohl in Deutschland hier wie in den USA. Verursacht unter anderem auch eben durch diese Militärmanöver, wie wir sie kennen, wie sie jetzt ja auch in den letzten Jahren hier durchgeführt werden und immer noch durchgeführt werden. Man hat es ja mitgekriegt mit Nord Stream 2, dass dort eben sehr viele NATO-Schiffe sind, die natürlich überhaupt nichts zu tun haben mit diesem Sprengen dieser Leitung. Naja. So, und hier geht es um Umweltbelastungen, auch wie Fluglärm. Zivile Infrastruktur wird bei Manövern und Transporten extrem beansprucht. Es gibt ja hier in Deutschland auch die Weisung an die Kommunen und an den Bund, an den Verkehrsminister, dass die Brücken hier panzertauglich zu machen sind. Und man weiß ja, wie vernachlässigt die Infrastruktur hier ist, dass an den Brücken Risse sind und alles 70er Jahre und man hat kein Geld und so weiter. Aber eben durch diese großen Defender und wie sie alle heißen, diese Manöver, wurde das eben dann virulent und man hat dann diese Weisung ausgegeben, dass gefälligst das in Richtung Osten eben so zu gestalten ist, dass dort auch Truppenbewegungen stattfinden können. Ja, was braucht so ein Panzer im Gelände? 530 Liter und 340 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Kann man sich vorstellen, wie oft könnten wir tanken, falls wir ein Auto haben? Kann man sich vorstellen. Es gibt dann auch die Angaben über den Kampfjet, den Eurofighter, der hier mit 3500 Kilogramm Kerosin veranschlagt ist. Das sind um die 4000 Liter pro Flugstunde. Da kann man sich vorstellen, wie wenn so ein Flugzeug startet alleine und es starten sehr viele stündlich weltweit Flugzeuge auf den Flugzeugträgern, bei den ungefähr 800 Militärstützpunkten der USA vor allem, aber auch natürlich von Russland, China, was täglich dort in die Luft gepustet wird. Bei dieser Art von Verbrauch, alles was vorne reingeht in Turbinen, Motoren, das kommt da hinten wieder raus. Ja, der Treibhausgaseffekt ist hier eben bei 1000 Gramm Kerosin, sind es 3150 Kilogramm CO2-Emissionen. Das sind alles Zahlen. Wir sind mittlerweile ja gewöhnt, dass es Millionen sind, Hunderttausende und so. Man hat vor lauter Zahlen gar keine Einschätzung mehr, wie viel das überhaupt ist. Ne? Aber man gewöhnt sich an die Zahlen beim Lesen. Tja, das ist jetzt hier der B-47-Bomber. Ja, die Bomber, die werden immer genannt nach ihrem Ersteinsatz. Wir kennen den B-52-Bomber auch, ja. Hiroshima, Nagasaki. Und diese Bomber, die werden jetzt immer weiterentwickelt und sie werden immer grüner. Das heißt, es heißt, sie würden weniger Kraftstoff verbrauchen als früher, als so ein Ungetüm hier. Das sind keine Bomber, sondern Sprühflugzeuge, die damals in Vietnam Tausende, Hunderttausende von Tonnen Agent Orange, was ich vorhin erwähnt habe,
dieses Chemieprodukt, ne, was in die Gene geht, was den Menschen verändert, was eben dienen sollte. Man sieht unten den Wald, damit man den Vietcong besser sieht, weil der Vietcong, die kommunistische vietnamesische Truppe, die haben sich ja im Wald und in Höhlen versteckt und wie man weiß, schließlich dann auch gewonnen. Aber die Folgeschäden sind nach wie vor da. Und es gibt auch Filme über die Folgeschäden, wie die Kinder aussehen, die von so etwas geschädigt sind, mit doppelten Köpfen und drei Beinen. Und also man kann sich das nicht angucken und man fragt sich, warum werden Menschen, die so etwas verursachen, wieso sitzen die eigentlich nicht im Gefängnis? Wieso, wenn ich jemand jetzt töte, mit einem Messer oder mit einer Pistole, dann sitze ich lebenslang im Gefängnis. Und diese Menschen, die dort an irgendwelchen Schreibtischen sitzen, die planen das, auch was man jetzt wieder hört und so weiter, Nukleareinsatz, ja, Frau Kampf-Karrenbauer, ja, hat in einem Deutschlandfunk-Interview gesagt, wenn, also auf die Frage hin, wie das mit der Abschreckungsdoktrin ist, wenn diese Abschreckungsdoktrin auch für Deutschland ja zutrifft, was das für sie bedeutet, dann sagt sie ja, wenn die Russen das so in den baltischen Staaten mit diesen Überflügen da über die baltischen Staaten, wenn das so weitergeht, das war vor dem Ukraine-Fall, das war im Januar 2021, wenn das so weitergeht, dann muss Russland auch mit dem Einsatz unserer Atom-, unserer Nuklearwaffen rechnen. Das heißt also ganz klar freigegeben, ja klar, ist doch ein Mittel zum Krieg. Das wurde immer Trump angelastet, dass er sowas auch gesagt hat. Nein, bei uns wurde das auch gesagt. Das sind aber Dinge, die dann so nicht in den Zeitungen stehen, aber wenn Sie den Namen von ihr eingeben und Deutschlandfunk, dann haben Sie das Originalinterview, ich habe das auch ausgedruckt, ne? Weil es doch auch zeigt, wie leichtsinnig damit umgegangen wird, ne? Und mit dem Leben der Menschen auch auf der Welt. Das hatte ich schon vorgetragen hier. Die Welt wird um 2020 in Kriege stürzen. Ja? Und zwar durch den katastrophalen Energie- und Wassermangel, der über die Klimaveränderung stattfinden wird. Ja? So, das ist jetzt hier auch von 2004 schon aus der Studie. Hier habe ich mal zusammengetragen, dann, wie sieht es denn aus mit diesen, wenn man auf die nationale Sicherheit also besonders achtet, dann ist wahrscheinlich das stärkste Land der Welt mit der stärksten und noch stärksten Volkswirtschaft bemüht, diese nationale Sicherheit auch zu wahren. Und da die Welt voller Feinde ist und da auf Europa kein Verlass ist, besonders auf Deutschland nicht, wie George Friedman sagte, die Deutschen, die immer eigene Sachen machen wollen hier in Europa und sogar mit den Russen zusammengehen wollen und ihre Technologie zusammenlegen wollen mit den Rohstoffen Russlands und damit Amerika dann Konkurrenz machen, das muss man eben unterbinden. Sie tun das ja momentan auch, der letzte Schritt des Gürtels von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, was hier geplant ist von der US-Außenpolitik seit 30 Jahren mindestens. Dieser Gürtel wäre beinahe durchgezogen, wenn die Ukraine jetzt auch in die NATO gekommen wäre. So, und da gibt es ja dementsprechende momentane Reaktionen, die überall in den Zeitungen stehen. Ja, also man sieht hier, wer ist am meisten gerüstet? Es sind natürlich die Vereinigten Staaten, die ja das Welt, wie Brzezinski, außenpolitischer Berater von Obama, sagte, die Welt ist ein Schachbrett. Es gibt da zwei Player und es geht darum, die Weltmacht Nummer eins, die jetzt Weltmacht ist, also die USA, als Weltmacht zu halten und auf diese Art hier mit dieser Rüstung auch zu verhindern, dass es in der Geschichte je eine andere Weltmacht gibt.
Das schreibt er so, das kann man alles nachlesen auch. Und diese Pläne, die sind eben aus dieser Binnenlogik der USA offenbar normal und erklärbar. Das erklärt dann auch diese Weltmacht, diese Vorstellung, dass man dass die Welt einem gehört, diese über 800 Militärstützpunkte, die die USA rund um den Globus haben. Kein anderes Land der Welt, kein anderes Land hat so viele Militärstützpunkte, die dann, wo dann auch immer dazugehört, das Wort Regime Change. Ja? Also wenn dann jemand dort ist, der diesen American Way der nationalen Sicherheit gefährdet, dann kann es passieren, dass das Regime gechanged wird. Ja? Saddam Hussein hat das auch erlitten, was ganz wenig bekannt ist. Saddam hatte angedroht, also Präsident von Irak, Diktator und so weiter, hatte angedroht, sein Öl, was er an Amerika verkauft und was er an die Welt verkauft, aber auch an Amerika, in Zukunft in anderen Währungen, in Euro, abrechnen zu lassen. Und das natürlich, das war sein Todesstoß, denn das hätte den Knockout eben dieser Weltmacht bedeutet, indem der Petrodollar nicht mehr die Währung, die Weltwährung quasi ist, ja, nachdem sich alles misst. Und das hat ihn letztendlich das Leben dann gekostet. Und man hat es selten gelesen, ich weiß nicht, ob Sie es je gelesen haben oder gehört haben, dass das einer der Gründe war, warum überhaupt der Krieg vom Zaume gebrochen wurde. Ja, das sind dann die anderen Eingriffe. Man sieht, dass unten in der Legende US-Bombings, diese gestachelten Dinge, die sind doch sehr verbreitet weltweit gewesen. Das sind die Länder, in denen die Militärstützpunkte der USA vorhanden sind. Und dort sieht man auch Vietnam, oberhalb von Australien, rechts von China. Die illegalen Kriege, die das UNO-Gewaltverbot verletzt haben, das sind jetzt die Jahre 1999 alleine bis 2022. Hier sieht man doch, dass einiges auch in Europa hier stattgefunden hat, auch gegenüber Serbien. Ich habe damals den Wecker gestellt in Berlin als Geschichtslehrer, weil ich wusste, dass Präsident Clinton nachts, also in Amerika tagsüber, eine Rede halten wird, wo er Stellung nimmt zu den Konflikten in Jugoslawien hier in Europa. Und die Quintessenz dieser Rede war, ich habe es hier aufgezeichnet, kann man gut nachhören, war: Die Europäer sind nicht imstande, unser großes Weltmachtdenken und die Funktion Europas quasi als niederzuhalten, nicht aufzukommende neue Weltmacht zusammen mit Russland, das muss man niederhalten, aber als Sicherheitsfaktor für die USA und als Sprungbrett für zukünftige Entwicklungen gegen Russland und China, das eben zu gefährden. Und da die Europäer das in dieser Jugoslawien-Krise nicht hinkriegen, muss jetzt die NATO dort einsteigen. Und das haben wir da miterlebt. Das gab ja auch mit Joschka Fischer und dem NATO und den Bombardierungen in Serbien und so weiter. Ja, das sind diese Konflikte in Europa auch. Dann gab es den Libyen-Regime-Change. Es gibt den Krieg seit 2015 im Jemen, der immer noch läuft, wo auch, wie es heißt, ja, unsere Waffen dorthin geliefert werden. Ich habe privaten Kontakt mal gehabt zu jemandem, der bei Deal hier arbeitet, der auch beim Biertrinken dann erzählt hat, dass er zu denen gehört, die die Unterschrift leisten über die Waffen in Länder, die eigentlich nicht so geeignet und erlaubt sind und so weiter.
Und ich habe dann konnte leider nicht näher nachfragen, weil das so ein allgemeines Biertrinker-Situation war. Aber es scheint dort normal zu sein, dass man eben auch Waffen also Firma Diehl macht ja nicht nur diese Iris-T, die jetzt in aller Munde sind, hier in Ukraine als Luftabwehr, sondern die machen auch Munition massenweise. Ne? Es wurde ja zum Beispiel 2015 bei der Firma Diehl, 2010 war das, gab es eine Jubiläumsfeier. Und da waren die ganzen Herren und die saßen dann zwischen den Raketen und Munition. Munition war als Konfekt da aufgebeult, so. Und in der Mitte war etwas aus Marzipan, das war eine Iris-Rakete. Wunderbar, das hat so die Feststimmung dann noch richtig schön gehoben. Ja, und wie gesagt, also wir mit unseren Bodenseebetrieben sind voll dabei. Ne? Rheinmetall ist dabei. Wir haben ja auch von Rheinmetall hier eine Elektronikfirma, wo wir mal demonstriert haben, hier bei Stockach. Ne? Und es gibt die ungefähr 40 Firmen, das sieht man in unserem Flyer mit der Landkarte, die wir da gemacht haben, ungefähr 40 Firmen um den Bodensee herum, die mit an diesen Kriegen mit verdienen. Ja? Im Elektronischen, die Motoren, die Getriebe aus Friedrichshafen und so weiter. Ja, und man sieht noch andere Kriege hier, die eben das UNO-Gewaltverbot verletzt haben. Es heißt ja immer, es wäre der erste Krieg hier in Europa, der jetzt gerade stattfindet. Das stimmt natürlich nicht. Es heißt auch, das wäre das erste Mal, dass eine Pipeline gesprengt worden wäre, natürlich wieder von den Russen. Es gibt bei YouTube aber, wenn Sie da nachforschen, den Film von Arte, 1982 explodierte die Jamal-Pipeline in Sibirien. Und es war die seit Hiroshima die stärkste konventionelle Explosion, die es je gab. Das Militär hat es sofort mitgekriegt über die ganzen Fühler, die man weltweit hat. Und in dem Film wird dann von demjenigen, der da dabei war, CIA-Mann, wird gesagt, er ging dann rein zu diesen Militärs und sagte, Leute, seid nicht beunruhigt, das waren wir, alles in Ordnung. Also soweit zu der These, dass diese Nord Stream 2 da zum ersten Mal und von den Russen und so weiter, es ist ungeklärt, aber es steht ein weißer Elefant hier in den Medien. Man redet halt nicht drüber. Jeffrey Sachs, einer der großen intellektuellen und kritischen Menschen aus den USA, der hat spontan gesagt, das waren wir. Der polnische ehemaliger Außenminister und jetziger Europaabgeordnete sagte spontan ein paar Sätze und zum Schluss sagte er: Thank you, USA. Also, das hörte mit dieser Pipeline. Also, man kann spekulieren. Ja. So, und wir haben die ganze Zeit jetzt auf Amerika geschimpft. Jetzt gucken wir doch mal: Es gibt auch von Russland aus ab 2000 diese Waffengänge hier, diese Kriege, Kämpfe, militärische Einsätze. Ich habe das mal ausgedruckt bei Wikipedia, die amerikanischen. Das waren 5 Seiten. Und Russland war eine Vorder- und eine Rückseite. Was macht man mit so einer Information? So, hier nochmal der atomare Rüstung. 2019 besaßen 9 Länder eben diese 13.865 Atomwaffen. Und hier sieht man nochmal, wie sie verteilt sind auf der Welt. Es geht dem Ende zu jetzt. Die nukleare Teilhabe der NATO. Nukleare Teilhabe ist ja etwas, was wir hier in Deutschland auch vereinbart haben. Das ist kein Gesetz oder ein Vertrag, sondern wir haben das vereinbart, dass wir eben auch wie andere Länder, wie man sieht hier in England, in Belgien, in Holland, in Italien, Türkei,
gibt es Raketen, atomare Raketen der NATO, deren Einsatz letztendlich dann, wenn es hart auf hart geht, von den USA bestimmt wird, wo und wann abgeschmissen wird. Aber es sind, wie in Büchel eben, was ich gleich zeige, die deutschen Piloten und die italienischen Piloten mit den NATO-Flugzeugen, die die national auch haben, die dann in die Einsatzgebiete geflogen werden. Und das ist jetzt hier die neueste Erfindung, die B-61-12. Die bisherigen Bomben waren alle Abwurfbomben, dumme Bomben hieß es. Man wirft sie ab und dann explodieren die. Diese Bomben hier, die können ganz andere Sachen. Diese B-61-12, die jetzt in Deutschland auch stationiert werden wird, 2023, die ist mit Satellitennavigation ausgerüstet und ist in diesem Sinne eine präzisiongelenkte Bombe. Damit ist sie wesentlich treffsicherer als ihre Vorgängermodelle und soll über eine deutlich gesteigerte Vernichtungswahrscheinlichkeit verfügen. Die soll mehrere Meter in das Erdreich eindringen und somit trotz geringer Sprengkraft gezielt gegen tiefliegende Bunker eingesetzt werden. Man kann sie in verschiedenen Sprengkraftgewalt einteilen und zünden zwischen 0,3, 1,5, 10 und 50 Kilotonnen, je nachdem, wie man es braucht. Neben den nuklear bewaffneten Trägerflugzeugen der United States Air Force und den NATO-Verbündeten kommen neue Kampfflugzeuge dazu. Das sind die Kampfflugzeuge, die offenbar bereits genehmigt wurden, die F-35 aus den USA. Ein höchst teures, milliardenschweres Gerät. Was dann hier, das sind hier jetzt im Büchel, diese Anlagen, stationiert wird. Momentan sind dann noch die Tornadojäger veraltet, wie es heißt. Die sind in diesen, was man hier sieht, in diesen Bunkern und in den Erdlöchern versteckt, sind streng bewacht von US-Militär diese Sprengköpfe. Es wird aber seit Jahren geübt von der Bundeswehr, wie man die Attrappen unter die Flugzeuge schnallt und dann fliegen sie los und so weiter. Man übt eben für den Ernstfall. Deutschland kann offenbar nicht sagen, und die Piloten haben offenbar das auch gar nicht so im Sinne. Wir haben ja Demonstrationen dort gemacht, in diesem Gelände hier, Ramstein und hier auch. Und die Piloten, die sind überzeugt, dass das, was sie machen, richtig ist. Auch die deutschen Bundeswehrpiloten. Das hieß immer von Deutschland soll nie wieder ein Krieg ausgehen. Ja? Aber innerhalb der NATO ist das eben so gestattet dann. Ja, das hatten wir uns schon angeguckt. Das wäre dann das Endergebnis, wenn der nukleare Ernstfall eintritt. Sie kennen die Bilder aus Hiroshima, wahrscheinlich Nagasaki ähnlich. Man hat in Hiroshima ja die Uranbombe und in Nagasaki die Plutoniumbombe ausprobiert, um in die Zukunft zu denken. Ne? Um zu sagen, hier, wir sind die Weltmacht Nummer eins und das bleibt auch so. Und dann gab es ja später Leute wie den Klaus Fuchs, ein Deutscher, der dann diese Technik nach Russland verraten hat, quasi, so, dass dann das atomare Patt schließlich waren und auf dem heute die Abschreckung hier beruht. Und Abschreckung, ja, wie lange funktioniert sie? Das hängt eben ab von denen, die das in der Hand haben. Das heißt, dieser ganze Sicherheitsgedanke, den wir haben, auch Abschreckung, Sicherheit durch Abschreckung, das ist ein Tanz auf dem Vulkan, kann man sagen. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der weiß, ob das gut geht. Es gibt aber die Menschen, die das planen, die genau geplant haben, wie das, wenn es losgeht, wie das dann losgeht und mit welchen Bömpchen und ob es taktische oder strategische Bomben sind. Ja, und hinterher geht es weiter, denkt man. Ja, soweit zur Sicherheit. Und deshalb empfehlenswert, es liegt auch dort zum Schluss, diese Empfehlung, Sicherheit neu denken, dass man eben Sicherheit
nicht nur militärisch denken. Und jetzt zum Schluss nochmal der Hinweis, die Ausstellung hier zeigt ja Friedensklima, diese einzelnen Dinge, die mit dem Klima selber zu tun haben. Und einer, der Punkt 16, der hat auch dann mit dem Frieden zu tun. Dieses hier ist der Papst, ja. Ich lese mal vor, falls jemand das nicht lesen kann. Warum bündeln wir nicht unsere Kräfte und Ressourcen, um die wahren Schlachten der Zivilisation zu schlagen? Den Kampf gegen Hunger und Durst, gegen Krankheiten und Epidemien, gegen die Armut und die Sklaverei. Einen großen Teil der Ressourcen für Waffen auszugeben, bedeutet, es woanders wegzunehmen. Genauer, es wieder denen wegzunehmen, denen es am nötigsten fehlt. Soweit eben im März jetzt dieses Jahres der Papst Franziskus. Ja. Ja, soweit als Eindruck eben, wie weit eben diese Krieg, Klima und so weiter zusammenhängen kann und was in Zukunft uns hoffentlich erspart bleiben möge. Wir haben ja gestern in diesem Bericht gehört über die Weltwirtschaft, dass die Aussichten nicht besonders rosig sind, ne? Und dass Kriege bis jetzt immer mal dann wieder die Schuldenberge abgeräumt haben und einen Neuanfang ermöglicht haben. Der Krieg ist der Vater aller Dinge, der alte Satz. Ja? Das ist ein Neuanfang, wenn das Wirtschaftssystem versagt hat und wenn sich neue Feinde auftun, die einem die Rolle der Weltmacht Nummer 1 abnehmen wollen. Da muss man halt einschreiten. Ne? Und das geht ganz einfach. Im Ersten Weltkrieg war es so, die Amerikaner haben 1917 erst an dem Krieg teilgenommen. Die Begründung war, man kann das nachlesen, der Botschafter, der amerikanische in London, hat 1917, während hier schon 3 Jahre Krieg tobten in Europa, nach Washington geschrieben, wenn wir jetzt nicht in diesen Krieg hier, in den europäischen Krieg einsteigen, dann gibt es in Amerika eine große Depression und Rezession. Daraufhin hat Präsident Wilson damals eine Rede gehalten. Ich habe die Rede auch schriftlich. Und der Hauptaspekt in dieser Rede ist, dass das amerikanische Volk jetzt auf den Krieg vorbereitet wird, weil es geht um die Demokratie. Man muss jetzt nach Europa, um die Demokratie zu retten. Und er sagt einen Satz, wir machen das nicht aus selbstischen Gründen. Okay, wenn man als Historiker diese ganzen Quellen liest, dann ist man misstrauisch und man liest auch heute die Zeitungen und die Medien anders. Ja? Und ich vermute, dass es Ihnen nicht anders geht und damit beende ich jetzt meine Betrachtungen hier. Ja.